Der Vorlauf für diese Wahlen war, dass der im Oktober 2012, also vor einem halben Jahr, gewählte Präsident Hugo Chavez Frias nach einer langen Krebserkrankung gestorben ist. Es waren Neuwahlen nötig und seine Partei hat den ehemaligen Außenminister Nicolas Maduro als Kandidaten aufgestellt. Die Opposition hat noch einmal, also die Oppositionsparteien sind ungefähr 20 verschiedene Parteien, haben noch einmal den Kandidaten Henrique Capriles Radonski aufgestellt, mit dem sie schon im Oktober gegen Hugo Chavez angetreten waren. Damals hat er mit 11% deutlich unterlegen. Und die Situation war nun in mehrererlei Hinsicht hier sehr speziell, weil der Wahlkampf nur 10 Tage lang dauerte. Beide Kampagnen haben einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Also beispielsweise Nicolas Maduro war in den 10 Tagen, hat er 27 Wahlveranstaltungen in allen 24 Bundesstaaten des Landes gemacht. Und das Bemerkenswerteste an den Wahlen ist eigentlich, dass sämtliche Prognosen vorausgesagt haben, dass Nicolas Maduro, also der Kandidat der Sozialisten, mit 10-20% Vorsprung gewinnen wird. So war das bis gestern Mittag. Gestern Abend, kurz vor der Verkündigung der Ergebnisse durch den Nationalen Wahlrat, zeichnete sich dann auf einmal ab, dass das Ergebnis sehr, sehr knapp wird. Das Endergebnis ist jetzt, dass Nicolas Maduro mit 230.000 Stimmen vorne liegt. Das ist sehr, sehr wenig, knapp 2% bei ungefähr 18 Millionen Stimmberechtigten. Aber da mehr als 50% hat, haben ihn die Zeitungen und also die privaten Medien und er selbst und die Parteien auch gleich als nächsten Präsidenten anerkannt. Daraufhin hat die Opposition jetzt damit reagiert, dass sie sagt, sie fordern eine Neuauszählung von sämtlichen Stimmen und werfen der Regierung Wahlbetrug vor. Mhm. Das heißt, die Situation ist hier ziemlich angespannt gerade. Ja, nun ist das eine sehr übliche Reaktion, dass bei so knappen Verhältnissen die Opposition, wo auch immer, schreit, das ist jetzt Betrug gewesen und wittert, dass da irgendwie vielleicht noch was zu holen wäre. Genau. Die Situation ist auch dadurch ein bisschen besonders, weil hier gerade noch im Dezember Regionalwahlen waren, wo der gleiche Kandidat, Henrique Capriles, in einem Bundesstaat hier, Miranda, nur mit 30.000 Stimmen Vorsprung ganz, ganz, ganz knapp gewonnen hat. Und die Sozialistische Partei hat dann damals seinen Sieg gleich anerkannt, ohne da großen Einspruch zu erheben oder über die einzelnen Stimmen zu verhandeln. Also es wird auch ein bisschen als verlogen wahrgenommen, dass die Opposition hier die Institution des Wahlrates nicht anerkennt und da unterstellt, es sei irgendwie intransparent. Und wie ist du bist in Caracas, wie ist die Situation so wahrnehmbar auf der Straße? Merkt man da, hat das klimatische Auswirkungen oder wie ist das? Na, wie immer, wenn Wahlabende sind, war das am gestrigen Sonntagabend sehr, sehr spannend. Das sind schon früh am Abend, noch bevor der Nationale Wahlrat das Ergebnis bekannt gegeben hat, waren schon sehr viele Unterstützer von Nicolas Maduro unterwegs, haben Feuerwerke abgeschossen, sich irgendwie vor dem Präsidenten versammelt, zehntausende Leute. Und da ging sofort die Party los in den eher besser gestellten Stadtteilen im Osten der Stadt war es dagegen relativ ruhig. Also man merkt im Alltag davon nichts, wenn man nicht unmittelbar jetzt im Regierungsviertel ist oder in den daran liegenden armen Vierteln der Stadt, wo sehr viele Leute wohnen, die Hugo Chavez unterstützt haben und jetzt auch Maduro unterstützen. Wie wird das jetzt, wenn man mal von der Folklore der Bezichtigung des Wahlbetrugs absieht, die sicherlich noch zu der einen oder anderen unangenehmen Situation führen wird, auch medial, mit was für politischen Veränderungen rechnest du? Also was ist in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten so zu erwarten? Na, vielleicht erstmal die nächsten Tage. Also das Land steuert schon ganz, ganz, ganz schnell heute auf einen sehr starken Konflikt zu. Die Opposition sagt weiter, sie will das Ergebnis nicht anerkennen.
der Nationale Wahlrat, was eine unabhängige Institution ist, der auch nicht von Parteimitgliedern geleitet wird, wird heute Nachmittag voraussichtlich Nicolas Maduro zum Präsidenten erklären. Heute Vormittag haben bereits Spanien und die US-Regierung, das Weiße Haus und ein Vertreter der Organisation amerikanischer Staaten der Opposition den Rücken gestärkt und gesagt, ja, sie fordern auch eine Neuauszählung und erkennen das Ergebnis nicht an. Und gerade eben hat die Opposition bekannt gegeben, dass sie zu einem Generalstreik aufrufen wollen. Das lässt sich jetzt noch nicht einschätzen, wie stark der befolgt wird, aber auf jeden Fall steuert Venezuela gerade ganz, ganz schnell auf eine starke innenpolitische Krise zu. Ja. Insofern kann man jetzt wirklich nur Prognosen für die nächsten Tage und Wochen geben. Und am Freitag wird voraussichtlich Nicolas Maduro als Wahlsieger vereidigt werden. Und die Opposition hat schon erkennen lassen, dass sie mit allen Mitteln dagegen mobilisieren will und ihn nicht als Präsidenten anerkennen will. Eine Position, die, wie gesagt, dann von mindestens von Spanien und den USA unterstützt wird. Wie viel Rückenhalt, denkst du, wird dann für so eine Mobilisierung außerhalb der Wahl für die Opposition da sein? Also wie schätzt du ihre Mobilisierungsfähigkeit da ein? In der Vergangenheit war es so, also in den vergangenen Jahren war es so, dass die Opposition aus sehr vielen kleineren Parteien bestand. Keine von denen ist überhaupt landesweit vertreten und deren Mobilisierungskraft auf der Straße ist nicht besonders hoch. Also dagegen die Unterstützer von Hugo Chavez und seiner sozialistischen Politik in den armen Vierteln des Landes, das ist ja also auch ein sehr starker sozialer Konflikt, der politisch ausgetragen wird, sind auf der Straße schon sehr, sehr mobilisierungsstark. Andererseits werfen gerade beide Seiten sich gegenseitig vor, dass sie zu Gewalttätigkeiten aufrufen. Es gab jetzt auch während der Wahl mehrere Vorfälle, wo Anhänger der Opposition auf alternative Radioleute geschossen haben, jetzt in den letzten am Wahltag. Und mehrere Zwischenfälle. Am Donnerstag ist ein Unterstützer von Nicolas Maduro am Rande seiner Abschlussgebung erschossen worden. Also die Situation ist schon latent angespannt. Und alle hoffen eigentlich, dass es nicht auf eine gewalttätige Konfrontation auf der Straße hinausläuft, sondern dass man sich, also dass die Opposition früher oder später das Ergebnis anerkennt, wobei es gerade jetzt, heute Mittag, hier gar nicht so aussieht. Gerade eben habe ich eine Pressekonferenz mit Nicolas Maduro gesehen, mit Henrique Capriles gesehen, dem Oppositionskandidaten, wo er seine Leute zu Straßenmobilisierungen ab morgen aufruft. Das klingt ja alles im Allen ein bisschen deprimierend. Du bist jetzt für Amerika 21 als Korrespondent in Caracas. Wie lange wirst du noch dort sein? Na, ich bin jetzt noch bis einschließlich Donnerstag hier. Werde also vielleicht noch die Amtseinführungen mitbekommen und treffe mich ansonsten mit vielen Leuten hier aus den sozialen Bewegungen und versuche ein paar Einschätzungen zu bekommen, wie sich das entwickeln wird. Dafür ist es sicherlich zu früh, danach zu fragen, wie das jetzt so aufgenommen wird, worauf sich die Leute vorbereiten, oder? Na, was heißt, worauf sie sich vorbereiten? Wir sind zurzeit, also heute, am heutigen Montag noch in so einer Zwischensituation. Ich glaube, morgen, übermorgen werden sich die grundsätzlichen Konstellationen ein bisschen klären, wer weiter wie vorgehen wird. Insofern ist es dafür ein bisschen zu früh. Ich denke, früher oder später muss die Opposition den knappen, aber immerhin den Sieg von Nicolas Maduro anerkennen. Für dass es ein knappes Ergebnis ist, spielt hier in dem hiesigen Wahlsystem gar nicht so eine Rolle, weil der Präsident ja direkt gewählt wird. Und seine Partei, die PSU, hat eine absolute Mehrheit im Parlament. Und auch die Bundesstaaten, Venezuela ist ein stark föderales System, die Bundesstaaten werden zum allergrößten Teil von der PSU regiert. Nur drei Bundesstaaten zurzeit werden von der Opposition regiert. Insofern ist die PSU schon in einer sehr bequemen Situation, auch in den nächsten Monaten Politik gestalten zu können. Nicolas Maduro hat schon gesagt, er will stärker gegen die Kriminalität und die Korruption im Land vorgehen, was viele Leute als die dringendsten Probleme wahrnehmen.
Und ich denke, wenn hier die unmittelbare Konfrontation abgeschlossen ist, die sich gerade abzeichnet, dann wird das Land auch wieder zurück zu dem politischen Kurs finden, den Hugo Chavez begonnen hat. Okay, wir können ja vielleicht versuchen, nochmal zusammenzufinden im Laufe der Zeit, wenn sich die Situation weiter aufklärt. Wie ist eigentlich, ihr habt als Amerika 21 die Sache begleitet, die Wahl begleitet mit einem Live-Ticker. Ihr habt zwei Korrespondenten dich eingeschlossen vor Ort. Wie nehmt ihr eigentlich europäische Medien wahr, dass wir haben da hier relativ wenig gesehen, sage ich jetzt mal so von unserer Seite her. Also grundsätzlich ist das Interesse des Publikums schon sehr, sehr groß, was wir unter anderem daran gemerkt haben, dass gestern Nacht unser Server zusammengebrochen ist, weil es viel zu viele Anfragen gab. Die andere Seite davon ist, dass die Politikberichterstattung, Außenpolitikberichterstattung bei den etablierten Medien Venezuela natürlich durchgehend als mit Vorbehalten, Vorurteilen und teilweise auch groben Verfälschungen behandelt. Und ich denke, daher ist auch das Interesse an einer alternativen Berichterstattung sehr, sehr groß, wie wir das mit dem Portal amerika21.de anbieten. Tja, dafür danken wir euch auch sehr. Wie gesagt, also man bekommt nicht mal auf Google News irgendwie einen Hinweis darauf, dass da gewählt wird oder gestern gewählt worden ist. Spannender Punkt. Und ja, wir fühlen uns von euch gut informiert. Danke dafür und danke für das Gespräch und ja, die besten euch. Wünsche nach Caracas. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, tschüss.